Hallöchen Leute, willkommen in einer Folge Let's Play Spyro. Und wir machen jetzt den Eisflug. Zeit für AIDS am Anfang der Folge. Jetzt schon kurz, habe ich noch Kaffee. Letzter Schluck. Muss ich wieder auf Tee umsteigen. Naja, Eisflug. Hoffentlich schaffen wir das und es wird wahrscheinlich genauso behindert wie alle anderen bisher. Okay, ist es schwer. Was haben wir da? Fässer, Lichter, Kisten, Helikopter. Versuchen wir das mal wieder so eine Viertelstunde. In einer Viertelstunde schaffen wir das hier bestimmt. So, wir machen das so. Wir fliegen diesen Dinger einfach mal entgegen. Hey, sind ja sonst keine mehr. The fuck? Okay. Da verstehe ich jetzt nicht. Plötzlich waren keine mehr da. Okay, wir machen die Kisten und die Türme zusammen. Ach, einen übersehen. Okay. Schutzflug! So, jetzt mal die ganzen Fässer und dann nur noch diese Helikopter-Menschen oder Viecher. Und der letzte! Jawohl, das lief doch erstaunlich gut. Ich habe ein bisschen auf die Map unten geschaut, damit ich mich nicht verfliege, tatsächlich. Wenden. Wir haben es perfekt geschafft. Da kann ich nicht meckern, das war jetzt gerade sehr gut. Das war echt gut von uns.
Wenn es 12.000 Diamanten im ganzen Spiel gibt, jetzt in dem ersten Teil, ja, dann haben wir ja bald wirklich 100%. Okay, und hier ist dann ein Bosskampf, oder wie? Gucken wir uns das mal an. Boss-Time! Oh! Jaquenz, wie spricht man den aus? Ich habe keine Ahnung. Ah, der Drache wird den Namen gleich einmal vorlesen. Hier hin und auf die andere Seite nochmal. Wie viele Punkte gibt es denn hier zu sammeln? 500. Oh, bisher läuft ja alles wunderbar. Warum ist schon die Truhe für den Schlüssel? Wäre great, aber das schon mal. Bis hier haben wir alles, oder? Denke schon. Da ist er ja. Rivello, sprich mal bitte seinen Namen aus, ich weiß, wie man ihn ausspricht. Ich kann den Namen sagen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
Fähigkeitspunkt erhalten? Was sind diese Fähigkeitspunkte bitte? Anscheinend habe ich noch nicht alles. Da gibt es noch ein bisschen was zu holen. In diesem Level. Da hinten zum Beispiel ist noch ein Drache. Hallo! Unika. Fast eine Punika. Bitteschön. Oh, come on! Oh, hätte ich ja fast übersehen. Und hier unser 100%. Yay. Mal gleich noch das Hauptlevel einmal noch ein bisschen auf die Lupe nehmen, weil da irgendwie noch ein paar Diamanten fehlten und dann haben wir wieder bis hier hin wieder alles hundertprozentig gefunden in diesem Spiel. Hä, bist du schon wieder da? Nein! Natürlich werde ich hier noch einmal sterben.
Und auf nach Hause. Tausende von Diamanten noch vor dem Finale. Den ersten Split, sag ich mal. Ja, ich weiß, ich könnte mit dir reisen, aber mir fehlen noch 3 Diamanten. Die muss ich vorher mal finden. Liegt auch ein Diamant. Aha. Ah, hier sind die 3. Sexy. Das waren dann hier die 100%. Wir können auf unser Handbuch schauen. Hier. Also haben wir hier 100%. Ich bin schon sick, oder? Das sieht schon cool aus. Überall diese 100%. Aber wir sagen, jetzt in die finale Land, ne? In die finale Welt. Kann man hier noch vorher mal einen Cut machen? Zeitmäßig. Ja, komm, 17 Minuten, eine Firma mal 17 Minuten. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Rookie. Bis dann und ciao.